Yoga Mental, die neuen Gesundheitswege frisch aus der Alltagspraxis vom Team Mental Power for You. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, heute mit dem Auftrag einer Kundin. Hilfe, Verdacht auf koronare Herzkrankheit, Herzrhythmusstörung, Lungenembolie. Ups. Ja, liebe Zuhörer, ich werde Ihnen heute einen neuen interessanten Fall aus der Praxis vorstellen. Und für alle, die die Methode und Vorgehensweise genauer interessiert, hören Sie immer am Ende des Falls die Methoden und Vorgehensweisen an. Erklärt von meiner Kollegin Katharina. Natürlich erwartet Sie da auch Ihr Geschenk. Dies ist exklusiv, limitiert und online. Sie bekommen es am Ende der Erklärung. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird im Fall der Name der Kundin natürlich verändert. Es handelt sich aber um einen alltäglich authentischen Fall aus der Praxis. Auf Anfrage und mit Genehmigung der Kundin können Sie gerne die Kontaktdaten der Kunden erhalten und sie direkt zu Ihrem Fall befragen. Und ich möchte gleich an dieser Stelle wie immer gerne darauf hinweisen, dass es sich um eine ergänzende Methode handelt, die die ärztliche und fachliche Betreuung nicht ersetzen kann. Nennen wir heute meine Kundin Gisela. Gisela ist 75 Jahre jung und hat wie viele in ihrem tollen Alter körperliche Themen und Probleme. Als sie aufgewachsen ist in den 40er und 50er Jahren, sah die Welt ja auch noch ganz anders aus. Viele, viele strenge Vorschriften, man musste sich unterordnen oder besser gesagt, man musste einfach funktionieren. Selbstwertgefühle und Selbstbestimmung entwickeln, ja, das war in vielen Ländern und auch Gesellschaftsschichten extrem unerwünscht und genauso viele wurden auch genau so erzogen. Nun, Gisela ist schon länger Kundin bei mir. Sie ist sehr sorgfältig, wenn es darum geht, Anzeichen, Symptome ihres Körpers zu erkennen. So auch an diesem Tag. Sie hat eine Check-up-Untersuchung in einer kardiologischen Praxis. Aufgrund diverser Anzeichen wie Bluthochdruck an den ein oder anderen Tagen und ein gefühltes Herzrasen. Sowie Schlappheit und Müdigkeit. Doch an diesem Tag zeigten die Untersuchungen extreme Unklarheiten auf und zur weiteren Abklärung und Monitorisierung wurde Gisela überwiesen, quasi direkt notfallmäßig in das örtliche Krankenhaus. Genau, um noch detailliertere Untersuchungen durchzuführen. Sie hatten einen Verdacht auf KHK, also koronare Herzerkrankung, TÜCH, das kann man ja alles gar nicht aussprechen, diese ärztlichen Fachausdrücke, aber Tachykardie, also Herzrasen und Verdacht auf Lungenembolie. Das war ein Schock für Gisela. Ängste kommen da im ersten natürlich sofort hoch. Sie rief mich an und schilderte mir die Details. Ich beruhigte sie, da ich persönlich die Möglichkeit in unserem Land in der jetzigen Zeit einfach großartig finde, eine direkte klinische Überwachung überhaupt zu bekommen. In vielen Ländern ist da bei Weitem das so schnell nicht möglich und schon gar kein Standard. Also, ihre Aufnahme im Krankenhaus erfolgte und nach dem üblichen Papierkrieg und den ersten Untersuchungen war sie auf ihrem Zimmer. Ich hatte direkt ein sehr gutes Gefühl, denn Gisela sprach sehr ruhig, trotz dieser Prognosen und Umstände. Und bei mir haben solche Notfälle natürlich die Prio 1. Und los geht's mit der mentalen Arbeit. Liebe Zuhörer, die heute das erste Mal hier im Podcast Yoga Mental neue Gesundheitswege dabei sind. Bei der Auflösung des Falls erwähne ich nur die besonderen relevanten Themen Störungen, Blockaden, also energetische Störungen, Blockaden bei Gisela. Die mentale Arbeit mit dem Coaching-Kunden oder Kundin in dem Fall dauert im Schnitt immer so gute 2 Stunden. Und in dieser Zeit werden mittels spezieller angewandter Techniken sehr viele Blockaden und Störungen im Energiefeld der Kundin aufgespürt. Und wir nennen es, diese Störungen werden direkt neutralisiert, also aufgelöst.
um eine grobe Zahl zu nennen, also wir im Team arbeiten immer ganzheitlich alle körperlichen Ebenen, Knochengerüst, Muskelsysteme, Kreislauf, Blutsysteme, Verdauung, Kopf, Harnsysteme, Nerven, Gefühlszustände wie Ängste, Traumata, Beziehungen, Überzeugungen, Konflikte, Karma, Selbstbewertung. Natürlich die Zähne und die Zahnbeziehungen, die Chakren und vieles mehr. Das sind mal einige hunderte einzelne Unterthemen. Bei der mentalen Arbeit ist eins immer der entscheidende Punkt, der klare Auftrag des Kunden, in dem Fall der Kundin. Denn alle Bereiche werden im Zusammenhang mit dem Auftrag, man kann es auch, alle Bereiche werden auf energetische Störungen und Blockaden hin abgescannt. Und wenn dann Störungen und Blockaden angezeigt werden, werden diese sofort neutralisiert. Und deshalb erwähne ich hier natürlich nur die Themen, die besonders auffällig waren, aber die anderen, die werden immer alle mitgemacht. Da können Sie sicher sein. Und das wird natürlich auch akribisch auf mehreren DIN A4 Seiten dokumentiert, sodass ich noch nach Monaten genau sehen kann, was zu diesem Zeitpunkt das Thema denn war. So, also, was ist denn los bei Giselas Körpersystem? Störungen, Blockaden beim Skelett, Herz-Kreislauf-System und Herz? Naja, natürlich. Atmungssystem, endokrines System, das ist die Bezeichnung für Organe und Gewebe, die Hormone produzieren. Kraniosakrales System oder einfach erklärt, besteht aus drei Hirnhäuten und der Gehirnrückenmarksflüssigkeit und umhüllt und schützt das Nervensystem. Wow, denke ich mir. Nein, das war jetzt kein Hund, sondern da wird ja einem einiges klar. Denn es zeigten sich auch noch Blockaden, linke Seite, Herz, Hirn und zurück, okay, neutralisiert. Und bei Belastung ihres Körpers mit Toxinen und Giften fand ich sehr viele Störungen und Blockaden. Ja, aber natürlich, die werden alle direkt im Energiefeld aufgelöst. Und diese Belastungen sind bei allen Coaching-Kunden natürlich auch bei mir vorhanden. Und es versteht sich ja auch im Prinzip von selbst, wenn wir uns unser Umfeld, unsere Umwelt, unsere Ernährung, unsere Luft und unsere Umgebung mal genauer anschauen. Aber das ist ein anderes großes Thema. Also, auf der mentalen und emotionalen Ebene bei Gisela, das beschäftigte mich gut 30 Minuten mit einigen 100 Themen, die da zu korrigieren waren. Und die standen da natürlich im Zusammenhang mit ihren Beschwerden. Die übersinnliche Ebene, Verletzungen, Phobien, Krankheiten und das mega umfassende Thema der Ängste. Ja, bei ganz eindeutig Gesundheitsängsten. Alle Angstrubriken waren auf einer Skala von 8. So, liebe Zuhörer, die kennen das schon, die hier öfters im Podcast Yoga Mental neue Gesundheitswege zuhören. 1 ist gut und 10 bedeutet sehr schlecht. Also bei den Angstrubriken Gisela waren wir auf einer Skala von durchschnittlich 8. Das ist dann schon sehr hoch. Diese wurden natürlich aufgelöst. Und bei den Chakren, Störungen, Blockaden, kamen die Chakren Sakral, Herz und Kronenchakra. Bei den Zahnverbindungen zeigten sich noch weitere Störungen im Magen, Blase und Niere. Okay, die gehe ich speziell direkt und gleich durch und löse da alle energetischen Störungen. So, gehe ich direkt weiter in die körperlich angezeigten Ebenen, um nur einige zu nennen. Lymphatisches System, die Spinalnerven, Zelle, Rückenmark, Gehirn, Hirnblutleiter, Gehirnhäute, Hirnnerven, Nervvagus, Hypothalamus, die Lunge natürlich, Bronchien, Herz und Herzkranzgefäße und alles, was mit dem Herz zu tun hat, Venen, Arterien, Nerven, rein, raus, alles hoch, runter. Dafür habe ich umfassende
Lektüre, also sprich Atlanten, die das wunderbar in der heutigen Zeit 3D darstellen. Und wenn da was fehlt, findet das Internet, also unser lieber Google, natürlich alles. So, liebe Zuhörer, Sie können sich natürlich gut vorstellen, da war mächtig was los. Und ja, mit 75 Jahren. Es ist ja ein so großartiges Alter und auch auf der anderen Seite, ja, ist da noch richtig Luft nach oben. Denn durchschnittlich werden wir ja irgendwie über 80, 90, 100. Naja, das bestimmen wir ja immer nur zwischen den Ohren, nämlich in unserem Köpfchen. Und wenn man sagt, man will mit 50 nicht mehr, dann will man dann auch mit 50 nicht mehr. Und wie alle wissen, die ja schon öfters hier bei Yoga Mental dabei sind, mein Ziel ist klar 120. Okay, zur wichtigen Auflösung der Blockaden beim Herz möchte ich gerne folgendes Thema kurz näher betrachten. Denn erstens die Ängste und zweitens Konflikte. Diese haben eine sehr starke Verbindung bei Herzthemen. Das sind so Oberbegriffe wie Selbstwerteinbrüche, Überforderungskonflikte und auch genannt Revierkonflikte beim Partner oder bei den eigenen Kindern. Nun, in der heutigen Zeit, ja, und auch früher, ja, Konflikte gehören ja im Prinzip zum Alltag. Und jeder, der eine Familie hat, der weiß, von was ich rede. Und alle, die keine Familie haben, also sprich auch keine direkte Partnerschaft, die wissen das genau auch, von was ich rede. Und in ihrem Fall, weil sie ja schon länger Kundin von mir ist, wusste ich, dass sie schon als Kind auch ins Heim geschickt wurde und lange dort verweilt hat. Und wenn alle am Wochenende abgeholt wurden, war keiner da, weil die Mutter musste die komplette Versorgung übernehmen. Und daher war einfach gar keine Zeit für die liebe Gisela vorhanden. Und sie war dann alleine in einem Kloster. Okay. Wie schon gesagt, da sammelt man ja viele Konflikte im Leben an. Und jetzt möchte ich euch gerne nochmal zu einem kürzlich besuchten Seminar zum Thema Business und neue Geschäftsmodelle mitnehmen. Und ich fand das super klasse und war etwas überrascht, denn ein sehr erfolgreicher Redner, der auf der Bühne stand, sagte unter anderem viele Punkte, aber eins der Punkte war auch Profi-Tipp zum Thema Konfliktlösung. Da wurden dann meine Ohren schon mal etwas spitzer, weil ich habe mir so gedacht, okay, Business, Geschäftsmodelle, gibt überall Konflikte, keine Frage. Aber was sagt er denn jetzt dazu? Und er sagt, Konflikte immer direkt klären. Und zweitens gegebenenfalls durch eine, also dritte Person dazu holen und Konflikte klären. Und warum? Sie belasten beide Parteien einfach unnötig. Und meistens sind das nicht nur heutzutage, aber mit Sicherheit extrem heutzutage, einfach nur Missverständnisse. Dazu gehört ausreden lassen und zuhören und nicht direkt anfangen, für sein Gegenüber zu denken. Ups, ertappt? Ja, und da sind wir mal wieder ganz ehrlich, das passiert mir auch. Und so wichtiger, sich das nochmal vor Augen zu halten und wirklich dem Gegenüber den nötigen Respekt und die Aufmerksamkeit geben, ihn ausreden lassen und zuhören und nicht direkt anfangen, für denjenigen zu denken. Und der Redner sagte noch weitere Sachen und aus meiner Sicht einen wirklich großartig zusammengefassten Satz. Jeder hat in seiner Welt Recht. Ja, mal eine kurze Pause und sacken lassen. Jeder hat in seiner Welt Recht. Ja, das hat einfach was mit dem erlebten, erlernten, empfundenen Werten der jeweiligen Person zu tun. Oder anders formuliert, Menschen gehen von ihrer subjektiven Wahrheit aus. Ja, wir kennen doch alle die Erzählungen von Geschwistern. Du hast immer die Brötchen geschmiert bekommen und ich nicht.
kennt man dahinter die liebevolle Mutter. Sie hätte nie ihrer kleineren Tochter keine Brote geschmiert. Aber nun, so ist die Wahrnehmung der Tochter heute mit über 50. Nun mal, der ältere Bruder hat die geschmierten Brote bekommen und sie nicht. Tja, und jetzt gehen wir doch mal weiter. Willkommen zurück in 2021 und bei Gisela. Sie ist 75 Jahre jung und wir haben am Anfang vom Podcast schon davon gesprochen, in welcher Generation Gisela geboren und aufgewachsen ist und wie sich die Welt bis heute verändert hat. Und wen wundert es da, Ängste bei Gesundheitsängsten, zu alt zu sein, gebrechlich zu sein oder es zu werden, krank zu werden, Berufskrankheiten zu haben, Schlaganfall zu bekommen, Existenzängste. Hui! Alles gleich mal neutralisieren im Zusammenhang. Und liebe Zuhörer, Sie ahnen es schon, der sensationelle Ausgang aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also, das teilen Sie bestimmt auch, diesen Ausgang und diese, ja, Erfolgsgeschichte. Also Gisela war ganze 3 Tage im Krankenhaus und alle nötigen Abklärungen und Untersuchungen zum Verdacht auf koronare Herzerkrankung oder Herzkrankheit, Herzrhythmusstörung, Lungenembolie wurden unternommen, natürlich. Und kein Verdacht wurde zum Glück bestätigt. Ja, so. Und bei der Abschlussbesprechung hat sie einen neuen Termin zu einer Herzkatheteruntersuchung bekommen. Ich persönlich finde weitere Kontrollen, speziell nach 3-4 Wochen, so wichtig und richtig. Denn welches Land und welche Menschen haben überhaupt die Möglichkeit, solche Untersuchungen machen zu lassen? Und ja, ich kenne Patienten, die haben mehrere Stents. Und wissen Sie was? Die leben damit extrem komfortabler als vorher. Sie sind wieder viel beweglicher und freier. Und selbst ein Nachbar aus unserer Wohngegend, der hat einen Infarkt gehabt, hat 3 Stents bekommen. Er war vorher nur müde und schlapp. Und jetzt sehe ich ihn auf seinem Rennfahrrad rumdüsen und er hat den Wohnmobil schon die letzten 2 Male mit seiner Frau ordentlich bepackt und hat eine weitere tolle Reise unternommen. Und er fühlt sich richtig gut. Also, ein Herzkatheteruntersuchung zu bekommen, ist schon was Tolles. Da kann man ja dann auch nochmal genau sehen, was und ob was vorhanden ist und entsprechend auch eingreifen. So, und ich wünsche meiner lieben Gisela mit 75 Jahren weiterhin alles, alles Gute, Gesunde, vor allen Dingen Glück, Freude und Zufriedenheit. Und ja, wir haben telefoniert und jetzt ahnen Sie schon wieder, liebe Zuhörer, wir gehen das Thema Konflikte mal an. Das ist viel Arbeit, da werden ganz andere Techniken eingesetzt und angewandt und der Klient oder die Kundin in dem Fall hat einiges aufzuarbeiten. Ich natürlich auch, aber das erzählen wir in einem anderen Podcast. Liebe Zuhörer, nun viel Spaß mit meiner Kollegin Katharina, die Ihnen die Vorgehensweise und Methoden und ihr Geschenk zum Schluss erklärt. Und ich freue mich, Ihnen in Kürze weitere tolle Fälle vorzustellen. Danke für Ihr Zuhören, Ihr Like und Ihre Empfehlung an Ihre Lieblingsmenschen. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, drücken Sie doch einfach hier direkt auf Abo. Danke, danke, danke. Vielen Dank für Ihr Zuhören und für Ihre Weiterempfehlung für diesen gesunden Kanal. Yoga Mental, neue Gesundheitswege. Ihre Martina vom Team Mental Power for You oder Mental Power for You. Hallo, lieber Zuhörer, herzlich willkommen hier beim Podcast Yoga Mental – Neue Gesundheitswege. Heute möchte ich Ihnen etwas mehr über die Methode von Mental Power for You berichten.
Unser vierköpfiges Team bedient sich dabei verschiedener Methoden, die sich aus den jahrtausendealten fernöstlichen Weisheiten, aus den neuesten Erkenntnissen der spektakulären Quantenfeldforschung sowie aus einem von uns weiterentwickelten, hochkomplexen Coaching-Prozess zusammensetzen. Wir möchten gleich an dieser Stelle gerne darauf hinweisen, dass es sich um eine ergänzende Methode handelt, die ärztliche und fachliche Betreuung nicht ersetzen kann. Nun, das Ganze geschieht unter anderem mittels dem Aufnehmen, dem Aufspüren und dem Eliminieren bzw. dem Beseitigen von Störungen auf den verschiedenen Ebenen, körperlichen, energetischen, emotionalen und anderen. Schauen wir uns doch mal kurz die Zusammenhänge an. Der Mensch besteht ja aus einem biologischen Körper und aus den energetischen Feldern. So, im Laufe des Lebens und durch unterschiedliche Ursachen und Vorkommnisse geraten wir dann irgendwann aus der Harmonie. Und dann kommt es zu Beschwerden und Krankheiten und ebenfalls zu den sogenannten energetischen Blockaden. Wir fühlen uns schwach und krank. Dazu ein Beispiel. An einer Stelle Ihres Körpers oder auf Ihrer emotionalen Ebene hat es eine Art Verletzung oder eine besondere Belastung gegeben. Und dafür kann es ja viele verschiedene Gründe geben. Ich denke da an schlimme Erlebnisse, Schocksituationen, neue und alte körperliche und emotionale Verletzungen. Ebenfalls anhaltende Angstzustände, eine falsche oder ungesunde Ernährung, viele Medikamente, die Umwelteinflüsse, körperliche Stress durch Elektrosmog, die Feinstaub- oder Leitungswasserbelastung und ebenso eine mangelnde Bewegung und Sport, körperliche, psychische, private und berufliche Stresssituation. Ja, all diese Ursachen führen zu Schwächen und Blockaden. Auf den verschiedenen Ebenen, aber auch in den Organen und in ganzen Organsystemen. Und schauen wir uns doch auch mal die vielen negativen Gedanken an und vor allem die Glaubenssätze, die wir so im Verlauf unseres Lebens zu unseren eigenen werden lassen. Sie prägen uns und blockieren uns, und zwar in unserem Unterbewusstsein. Kennen Sie den Satz, Geld ist schmutzig? Auch so ein Glaubenssatz. Ich kann mich noch sehr gut an eine ältere Dame erinnern, die immer große finanzielle Probleme hatte. Mittels unserer Austestmethode stellte sich doch heraus, dass sie genau den vorher genannten Glaubenssatz, nämlich Geld ist schmutzig, fest in sich verankert hatte. Nach der von uns vorgenommenen Beseitigung, auch Neutralisierung genannt, löste sich dieser Glaubenssatz bei ihr auf und sie berichtete, dass sie danach finanziell viel besser über die Runden kam und sogar einen Job mit einem kleinen Nebenverdienst als Leihoma angenommen hatte. Das klingt doch schön. Ja, der menschliche Körper reflektiert immer den energetischen Zustand, seinen energetischen Zustand. Nun, wussten Sie, dass in unserem Körper jede Sekunde ca. 50 Millionen Zellen sterben? Doch die gute Nachricht ist, die Zellen werden wieder neu gebildet. Und es kommt gar noch besser. Was würden Sie sagen, wenn wir diese neuen Zellen einfach umprogrammieren könnten? Und das kann man. Und das tun wir. Für diesen Prozess bedienen wir uns eine Art Antivirusprogramm für den menschlichen Körper. Ein von uns weiterentwickeltes, eben hochkomplexes System. Nämlich, indem wir die in Ihren Energiefeldern und auf den unterschiedlichen Ebenen vorhandene negative Blockaden aufspüren und diese auflösen bzw. eliminieren. Wir sind quasi Ihre Energiefelddetektive, spüren die Schwächen auf, entstören sie und lösen damit den Fall auf. Unsere Therapiemethode, sie besteht aus 3 Schritten. Zunächst füllen wir gemeinsam mit dem Klienten den eigens von uns erstellten Fragebogen aus. Im 2. Schritt gehen wir die angegebenen Beschwerden durch. Zusätzlich überprüfen wir auch noch die anderen Ebenen und auch alle Organe bzw. ganze Organsysteme auf eine eventuell vorhandene Störung. Dabei verwenden wir detaillierte anatomische Tafeln, die wir uns extra angefertigt haben, mit tabellarisch notierten Einheiten.
Alle angezeigten Blockaden und Schwächen werden von uns akribisch notiert. Dann kommt der dritte Schritt, der wichtigste. Wir eliminieren bzw. löschen diese Störung und zwar mittels den bereits vorher erwähnten Methoden. So kann Ihre Energie wieder frei fließen. Ihre Zellen ordnen und programmieren sich neu. Und den Rest, den macht dann Ihr Körper wie von selbst. Denn durch die Beseitigung der Blockaden aktivieren wir Ihre Selbstheilungskräfte. Und der Körper, Ihr Körper, folgt immer seinen Energiefeldern. Den jetzt entstörten, bereinigten, gestärkten und positiven Energiefeldern. Ja, sehr oft geht es dann mit der Selbstheilung echt schnell. In manchen schweren chronischen Fällen kann es etwas länger dauern, vor allem wenn die Beschwerde lange vorhanden war. Doch auch da, die Erfolge sind bald spür- und sichtbar. Probieren Sie es selber aus. Sie werden überrascht sein, so wie viele unserer Klienten auch. Vieles von den in unseren angewandten Therapiemethoden verdanken wir den Erkenntnissen, Veröffentlichungen und den Seminaren von Frau Gabriele Eckert, Begründerin der CQM-Methode, der chinesischen Quantum-Methode. Deshalb an dieser Stelle unser Dankeschön. Wir empfehlen Ihnen, lieber Zuhörer, den Besuch eines solchen Seminars und würden Sie gerne zu einem Erlebnisabend bei CQM einladen. Diese finden oft und an vielen Orten statt, sowohl in Deutschland, in Österreich als auch in der Schweiz. Erleben Sie es selbst und schreiben Sie uns. Ja, Sie mögen Geschenke? Wir auch. Unser Team von Mental Power for You hat für diese Erlebnisabende ein Kontingent an freien Eintrittskarten. Diese sind natürlich limitiert. Deshalb wenden Sie sich noch heute an uns und erhalten Sie dieses tolle Geschenk, immerhin im Wert von 30 Euro. Was Sie da erwartet? Gabriele präsentiert und demonstriert Ihnen live die direkte, erstaunliche Wirkungsweise von CQM anhand von Beispielen aus dem Berufs- und Alltagsleben. Sie steht seit über 15 Jahren auf der Bühne und zwar an mehr als 200 Tagen pro Jahr und gehört mit über 100.000 Teilnehmern zu den erfolgreichsten Trainern. Ebenso wurde sie mehrfach ausgezeichnet, 2017 zu den 100 besten Erfolgstrainern, 2019 als Unternehmerin des Monats ausgezeichnet. Ja, lassen Sie sich die Präsentation von der Begründerin der chinesischen Quantum-Methode nicht entgehen und seien Sie dabei. Ja, liebe Zuhörer, Sie sehen, es gibt immer noch etwas Neues zu erkunden. Hinzu kommt noch, dass das Ganze ohne die sonst bekannten Nebenwirkungen ist. So wie Sie es oft zum Beispiel bei einer medikamentösen Therapie erleben. Und jetzt, was kostet Sie denn ein Versuch oder ein Verzicht auf etwas anderes? Um mal neue Wege auszuprobieren, sprich, was ist es Ihnen wert, in die eigene Gesundheit und eigene gestärkte Energie zu investieren? Die Antwort liegt bei Ihnen. Und wir freuen uns schon auf Ihre Anfrage. Und ebenso würde es uns sehr freuen, wenn Sie uns hier abonnieren. Es erwarten Sie viele echt spannende Fälle, authentische Fälle aus unserer täglichen Praxis. Und nun danken wir Ihnen fürs Zuhören und wünschen Ihnen vor allem viel Gesundheit und positive Energie. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie noch Fragen haben. Wir sind für Sie da. Ihr Team von Mental Power for You. Tschüss und bis bald hier beim Podcast Yoga Mental – Neue Gesundheitswege. Ihre Katharina.